Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend. Ja, wenn ihr das Video seht, sind wir schon im Urlaub. Ja, und ich drehe das Video für euch vor, weil ich habe noch ein paar Sachen, die ich schon mir verbraucht habe. Das wollte ich euch gerne zeigen. Ja, und das werde ich so am versuchen, dass es am Donnerstag hochkommt. Und ich hoffe, das klappt auch von Dänemark aus. Manchmal dauert das ja wirklich Stunden, wenn ich das hochlade, bis das wirklich reingeht. Ich hoffe, es funktioniert und ja, irgendwie kommt es ein paar Stunden später. Es wird kommen, ihr Lieben, und ihr könnt euch das gerne anschauen und ich würde mich sehr darüber freuen. Ja, naja, jetzt geht es bald los. Wir haben eben noch, ich sitze schon hier bei Emmy im Zimmer und habe mir auch die Kamera schnell hergeholt, weil ich gedacht habe, Mensch, hier sitzt so gut. Sie hat nämlich ihren Koffer hier auf der Erde von mir liegen und wir haben jetzt eben ihre Sachen, die noch dicht. Wir hatten schon einen Großteil drin, ne? Aber die Sachen, die noch nicht auf der Wäscheleine und Trockner waren, die haben wir jetzt noch gebügelt und reingepackt an ihren Kleidchen, was sie noch so haben wollte. Und das ist jetzt fertig. Ja, nachher packe ich noch für unseren kleinen Kleidchen, für unseren Dackel, die Sachen an, die er auch braucht. Ne? Der soll sich ja auch da zu Hause fühlen und alles mit haben, was für ihn, was er hier auch kennt, sein Bettchen und. Ja, und ja, dann können wir starten, ne? Aber vorher zeige ich euch noch das aufgebraucht Video oder die Sachen, die ich verbraucht habe. So, da habe ich meine Tasche mal hier ran. Und dann geht's los eben. So. Ja. Ich war neulich mit einer Freundin in Repo drin. Also da war ich schon Jahre nicht mehr drin. Und sie hat sich da Geranien gekauft und Rosen. Und dann sagt sie, willst du mit? Und habe ich mitgefahren. Und da hatten die so viel Waschpulver bekommen. Und da sage ich, Mensch, gibt es hier aber viel und große Flaschen. Und dann meinte sie, das wäre toll. Und das habe ich mit der mal mitgenommen. Und das ist ein Flüssigwaschpulver, Vollwaschmittel, flüssig. Und für 52 Wäschen. Und Stefanie heißt das. Und es ist ab Wäschegrad 30, 40 und 60. Hier sind 4 Liter drin. Und ich habe da echt eine Zeit dran gebraucht, obwohl wir so viel sind. Ne? Aber, und ja, auf Wochenende viel mehr anfängt, wenn der Moritz mal da ist oder die Großen. Aber das war, hat so lange gehalten und es hat auch gut gerochen. Und ich kann nur sagen, das hole ich mir wieder. Das kann ich auch jedem weiterempfehlen. Es ist für 3,49 4 Liter, wo hat man das? Ne? Also es war wirklich toll. Genauso gut wie alles andere. Und also das hole ich mir wieder. Das habe ich schon gesagt zu dir. Das fand ich toll. Dann habe ich einmal Zeba mitgenommen. Das haben wir auch schon fast verbraucht, durch alles Putzen, was wir jetzt gemacht haben. Ja, Zebra wischen weg, steht hier drauf, Sparblatt, weniger Verschwendung, ein halbes Blatt. Das ist ja so in kleinen Stücken, dass man dann immer nur so ein kleines Stück abreißt. Finde ich auch ganz gut, weil ich das auch öfters mal zum Essen hinlege, damit jeder so ein kleines, nicht immer serviert. Und dann habe ich das noch manchmal und lege das dann immer schnell lieber. Und ja, Zebra ist natürlich immer toll, ne? Und brauchen wir natürlich auch mal wieder, ne? Dann hatte ich noch ein Kuschelweich verbraucht. Ihr wisst ja, das ist auch einer meiner Lieblingsweichspüler. Und ja, zurzeit ist er wirklich der Kuschelweich mein Lieblings. Nochmal Weichspüler. Sanft und mild. Ja, den finde ich ganz toll und der riecht super. Und ja, erstmal ist es so auf Platz 1, 2 immer so ein bisschen hantiert. Ist nochmal den einen von Lenore, aber beides schon ganz toll. Also für mich jedenfalls. Ne? Das ist ja auch mein Geschmack. Man kann es euch jetzt zeigen, aber letztendlich hat ihr doch immer so jeder seins, ne? Was er gerne mag und nicht so mag. Ja, dann habe ich hier noch den Badreiniger aus den Action verbraucht. Der ist auch ganz toll und für 1,45 oder so, jedenfalls so ungefähr ist der. Toller Geruch und macht genauso die Arbeit wie auch ein ganz teurer. Also ich finde ihn super nicht. Habe den auch zweimal noch stehen und den würde ich mir auch, wenn ich den Action mit mir wieder nachkaufen und den kann ich auch so 100% empfehlen. Und die Flaschen sind sogar 100% recycelbar und das finde ich auch toll daran. Und deswegen, also das kaufe ich mir wieder. Dann nicht mehr. Dann hatte ich auch noch hier eine halbe Flasche voll und die habe ich nebenbei mitverbraucht von Denk mit. Ja, die ist aus dem DM und da schwöre ich auch drauf. Das ist auch ein ganz tolles Putzmittel und ist auch nur 1,30 Euro. Und ja, das würde ich auch mal wieder kaufen. Das ist auch, steht da drauf, das kann ich euch nochmal sagen. Aktiv gegen Schmutz und Kalk, für Sauberkeit und strahlenden Glanz. Auch geeignet für Duschkabinen. Ich nehme es vorwiegend in Duschkabinen und im Waschbecken ein bisschen mit natürlicher Zitronensäure. Ja, und mit Zitrone, mein Wasserkocher und auch mal meine Kaffeemaschine
Die eine, also wenn man normalen Filterkaffee mitmacht, das mache ich oft mit Zitrone durch und das ist so schön sauber, kein Kalk dran und nichts. Und die Wasserhähne mache ich auch einfach nur mit Zitronen. Na, diese kleinen Flaschen, die es in Aldi gibt, diese gelben, ne, mit solchen Zitronensaft, nennt man das Zitronensaft? Naja, die Zitronen. Ja, Zitronensaft, ne? Ja, oder eine Zitrone, die ich durchteile und dann einmal rübergehe und Tropfen darauf schmiere. Also ich mache ganz viel mit Zitrone und ich finde es auch toll. Auch mein Kochtopf, wir glänzen durch die Zitrone. Und aber das nehme ich auch für Duschkabinen und für Waschbecken mal und ja. Aber auch viel mit Zitronen, muss ich wieder dazu sagen. Ja, dann hatte ich noch einmal einen WC-Reiniger von Domol. Das ist aus dem Rossmann, sehe ich gerade. Ja, den hatte ich mal ausprobiert. Der war auch nicht ganz so teuer. Ich glaube auch nur über 1 Euro ganz kurz. Und ja, der hat seine Arbeit toll gemacht, kann man nicht anders sagen. Ich muss mal einmal meine Brille wieder aufsetzen. Beseitigt hartnäckigen Urinstein und Kalk ultra stark über- und Unterwasser. Hygienische Reinigung in Minuten. Ich muss sagen, war ganz toll. Kann man nichts so sagen. Hat der Preis gestimmt und die Leistung. Haben wir jetzt noch was im Haushalt? Ach ja. Dann machen wir noch einmal meinen Lieblingsferry Ultra wieder. Ferry Max Power, antibakteriell, 24 Stunden Schutz vor Bakterien für Ihren Schwamm. Ja, also da ist nichts gegen zu sagen. Ja, das kaufe ich mir, wenn es ein Angebot ist, gleich mehrere Flaschen. Ist einer meiner Lieblingsspülmittel und würde ich mir immer wieder nachkaufen. Ne? Ich meine, die sind ja jetzt auch schon, wie gesagt, das habe ich euch auch schon ein paar Mal erzählt, wahnsinnig teuer geworden. Und schon manchmal über 2 Euro. Menschen, was soll das alles? Ne? Und wo soll das hinführen? Aber wenn es ein Angebot ist, nehmen wir gleich mehrere mit und stellen wir hin. Ja, was soll man machen? Ne? Man kann es ja nicht für 2 Euro kaufen, wenn man es mag. Das ist schon Wahnsinn. Ne? So, ihr Lieben, das waren die Haushaltsprodukte. Nicht eins, was ich noch verbrauche. Und das ist von Dr. Beckmann. Gallenseife, Flecken und Bürste. Ja, das ist die Bürste hier oben drauf. Und dann reibt man das so in die Flecken ein. Und ich muss sagen, die Flecken, die ich hatte, gingen wunderbar damit, war damit raus. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie teuer das ist. Das hatte ich jetzt auch schon eine Zeit. Das dauert ja auch. Man hat ja nicht überall Flecken drin. Also das hatte ich jetzt schon mindestens für ein Jahr, wenn nicht noch länger. Kann ich nur empfehlen. War gut zu mir. Also hat alles gemacht, was machen soll. Und deswegen war es okay. Ja, jetzt kommen wir zu den Kosmetikartikeln, die ich gekauft habe. Ah, nee, eins habe ich noch in der Hand. Entschuldigung. Das Tempo feuchte Toilettenpapier. Super, gefällt mir. War eine Limit Edition. Ja, 100% pflanzenbasierte Fasern. Reinigt besser als Toilettenpapier alleine. Ja, kann man ins Klo werfen, passiert nichts. Muss man aufpassen, wenn man feuchtes Toilettenpapier nimmt. Geht nicht bei allen, bei diesen ist es super. Und das habe ich ein Angebot an Rewe, glaube ich, vor 2 Wochen gekauft. Ärgert mich jetzt schon, dass ich die noch 3-4 Mal nachgekauft habe, aber habe nur einmal den Tag mitgenommen, weil ich finde das super, wenn ich es habe. Also dann merke ich den Unterschied zu dem bisschen billigeren und ich muss sagen, 24 Tücher sind hier drin. Ich muss sagen, also es ist ein tolles, feuchtes Toilettenpapier und wie gesagt, mit dem Verschluss hier oben dran, ja. Es ist super und trocknet sich auch zum Bett immer schön feucht. Ja, ich weiß gar nicht, wie teuer war das noch, wenn man das ein Angebot kauft. Ich glaube 1,32, ich kann es aber nicht genau sagen. Und ich sage mir immer, ob man denn nur alle wahllos rauszieht und wirft das weg oder haut das auch noch zusätzlich im Klo. Ne? Also das bringt dann ja auch nichts. Also dann nehmen wir einmal 3 Riss und habt dann 1 oder 2 Blätter, die ordentlich sind. Ne? So ihr Lieben, jetzt kommen wir aber zum Kosmetikartikel und ja, fangen wir gleich mal an mit Thomas sein Head and Shoulder. Ja, er findet das ganz toll. Das war für 3,99 und ja, möchte er wieder haben. Kopfhautreinigung und Volumen mit Arganöl ohne Silikon. Ja, 250 ml waren hier drin und knapp 4 Euro. Und findet ihr toll, sollte euch sagen. Ich hatte dann auch mein Haarwaschmittel. Das habe ich ganz alleine benutzen können. Das mag bei uns keiner so gern. Schau mal. Ich muss sagen, ich fand das ganz toll. Ich hatte das früher oft und ich finde es auch jetzt wieder super, super toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte es eine Zeit da hat das nichts mehr für meine Haare getan. Die wurden einfach nur wuschig. Aber dies fand ich diesmal wieder richtig gut. Das Schauma mit 7 Blütenöl, Reparaturshampoo, trockenes und erschöpftes Haar. Und hier steht das gleiche drauf.
Also einmal Schale Shampoo und das einmal die Spülung dazu und das war super. Das hatte ich auch ein Angebot gekauft, glaube ich, bei 1,70 oder so, wenn ich mich nicht täusche. Ja, und würde ich mir jederzeit, kann ich zu 100% auch empfehlen. Und ich habe wirklich manchmal wirres Haar. Und da ist das richtig toll für. Also das ist super. Ja, dann hatten wir hier ein Palmolive Mineralmassage mit Meeressalz und Aloe Vera verbraucht. Und ich muss sagen, das hat auch ganz toll gerochen. Das hatte ich für 99 Cent in Rossmann auf 14 Tagen gekauft. Und das ist so frisch. Das ist so frisch und ganz super. Also kaufe ich nach, wenn das wieder ein Angebot ist. Ne? Super Dusche. Dann habe ich. Ich zeige euch erstmal das Bischof, was ich alles habe. Dann hatte ich einmal die Wasserlilie von CD. Und ich muss euch sagen, das hat mir die liebe Rosina gesagt, dass das so toll ist. Und das ist wirklich schön. Und also habe ich auch schon nachgekauft. Ich finde es ganz, ganz toll. Ökotest sehr gut. Und das muss man auch sagen, das ist so angenehm auf der Haut. Das ist, fühlt sich so ölig. Es fühlt sich noch was an. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das beschreiben soll, als wenn man da ein bisschen was... Nicht so wässrig und das ist wirklich toll. CD-Duschschäuch ist wirklich, wirklich für mich hochwertig, ja, kann man so sagen. Und ja, 1,79 hat es gekostet, sind 250 Milliliter drin, aber auch der Geruch, ach, ich mache es zu gerne. Na, also, tolles Duschschäuch, hoffe ich nach. Ich hatte, glaube ich, noch eins. Ja, und das war Wasser, Minze und Gurke. Und das war auch sehr schön, auch von CD. Morgenfrische Dusche an meine Haut. Lass ich nur Wasser. CD steht dann drauf. Ja, Ökotest sehr gut. Oder gut vielmehr, nicht sehr gut. Das war jetzt ein bisschen. Und auch das riecht ganz toll auf der Haut. Mochte ich auch sehr gerne. Obwohl die Wasserlinie fand ich noch besser. Aber auch schönes Duschschäuch. Ne? Also auch wunderbar. Würde ich auch wieder immer nachkaufen. Dann hatte die Emily hier noch wieder ihr Schwarzkopf mit den Mädchen, die waren dann wieder zwischendurch mal da und dann duschen die ja auch alle. Von Glisskur, von Schwarzkopf, das Shampoo für sprödes, glanzloses Haar. Ja, und danach hat man dann halt seidige Haare und Geschmeidigkeit drin und das findet Emily und die Mädchen ganz toll. Ja, und das kaufe ich natürlich auch mal wieder nach, wenn es ein Angebot ist. Und es riecht auch ganz angenehm. Ne? Ich glaube, ich habe das auch schon öfters genommen, war auch mal zufrieden. Ja, dann hatten wir noch eine Glisskur von Schwarzkopf verbraucht, eine Minute Intensivkur. Ja, die war auch überstrapaziertes Haar durch koloriertes und Hitze-Styles. Ja, und das war für mich jetzt gerade richtig gut angebracht, weil ich ja oft das Glätteisen nehme. Und ich muss sagen, war richtig toll, würde ich mir immer wieder nachkaufen. Ja, doch war ich sehr gut zufrieden, ne? Ich weiß jetzt die Preise. Das ist alles immer mehr so. Dann hatten wir hier zwei von. Das hat Emily jetzt auch verbraucht, das Rasierschaum, obwohl sie das gar nicht mehr oft genommen hat. Das hatte ich auch viel genommen. Muss ich dazu sagen, sie hat ja diesen Rasierer mit dem Luftkissen und ich habe so ganz einfache Rasierer. Ich habe zwar auch einen guten, den benutze ich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Greife immer doch schnell abends mal zu der anderen. Weiß auch nicht warum. Und dann habe ich mir das mal aufgemacht. Ja, das ist jetzt auch leer. Da hatten wir zwei Stück von. Die waren irgendwann mal ein Angebot für 70 Cent. Das weiß ich nur, weil Emily gleich zwei davon mitnehmen wollte. Dann hatte ich noch einmal Gatobi verbraucht, 4 Tage Glattmacher und das muss ich sagen, das ist wirklich gut auch. Auch dem würde ich mir wieder nachkaufen. Hitzeaktives Glättungsspray, ja bis 230 Grad und bis zu 4 Tage glattes Haar und ja, Antifriss hält es da ein bisschen ab. Ne? Also das finde ich toll und wie gesagt, würde ich mir wieder nachkaufen. Wo wir bei der Haare sind, nehme ich das auch gleich. Ich habe auch ganz viel Haaröl diesen Monat verbraucht. Ich habe mir nämlich wieder vor 3 Tagen nachblondieren lassen, die Strähnen. Und ja, dann habe ich, das habe ich jetzt nicht in 3 Tagen verbraucht. Also das nehme ich jetzt schon eine längere Zeit, weil Öl für mich auch immer besonders gut ist, merke ich. Und das hatte ich hier von Schwarzkopf, Glisskur, täglich Öl, ja, Arganöl plus Vitamine, extrem. Für extreme Schadenreparatur, Widerstandskraft und Glanz. Sehr geschädigtes und trockenes Haar. Und ich muss sagen, also wenn ihr kranke Haare habt, Leute, dann nehmt euch das. Na, das ist super. Das ist wirklich super.
Ja, dann hatte ich noch zwei von diesen Rexona verbraucht, nicht ich alleine, auch alle durcheinander. Und Rexona hiervon noch. Wir hatten ja ordentlich ein paar eingekauft von diesen Sorten. Jetzt sind die auch erstmal alle. Und dann hatte ich hier wegen meinen Mückenstiche, weil die immer so doll habe, habe ich euch ja mal erzählt, dieses Autan gekauft. Und das hat wirklich ein bisschen geholfen. Ich fand es ganz gut. Es hat, wenn man das ein bisschen so gekratzt hat, ne, kennt ihr ja auch alle, und wenn man das drauf macht, dann brennt es erst ein bisschen, dann kühlt es ein bisschen, ja, und dann war es schon gut. Obwohl bei manchen Stichen habe ich mir mal eingebildet, ich musste danach nach 3-4 Stunden wieder jucken, aber irgendwie sind die dann trotzdem weggegangen. Also es war wirklich dann, ich habe zwar das Gefühl gehabt, oh, jetzt juckt er doch wieder, habe es dann mal wieder sein lassen und ja, bin dann auch nicht mehr rangegangen, kann man sagen, ne? Sonst wie früher wirklich eine richtige Wunde manchmal. Ja, das ist bei mir ganz schlimm. Dann hat man noch für kleinen Moritz den vom Baby Love Puder verbraucht. Ja, das hatte ich schon eine Zeit lang stehen jetzt. Der ist ja jetzt schon ein Jahr und ach, das hatte ich am Anfang ein bisschen benutzt, aber das braucht ihr eigentlich gar nicht. Aber wenn ich mal einen Blumentopf oder so pflanze, dann ziehe ich mir Gummihandschuhe und dann mache ich das immer ein bisschen rein. Das mag ich mir ganz gerne, als wenn man das so spitzt drin ist, kann ich gar nicht ab. Und dafür benutze ich den dann auch öfters mal. Oder habe den jetzt benutzt, ist er ja alle. Ja, dann haben wir noch Firma Ech und die Emily und die Mädchen von Nivea, die straffende Body Lotion verbraucht, spürstraffende Haut, verbesserte Elastizität. Ich muss sagen, ja, bei mir hat es nicht viel geholfen, aber von der Art finde ich es trotzdem toll, weil wenn ich mich damit eincreme, ist mir wirklich so, dass es 3 Tage meine Haut sehr schön weich ist und glänzt. Und im Winter habe ich sehr schuppige Haut und wenn ich das nehme, das ist auch das Gleiche, dann habe ich 3-4 Tage Ruhe. Und dann kommt es auch mal bei mir drauf an, welches Duschgel ich benutze. Manche kann ich richtig toll haben, manche habe ich wirklich Schwierigkeiten und kriege da schuppige Haut von. Und vorwiegend arbeite ich das aber im Winter, vielleicht kennt es auch jemand von euch. Und ja, das mit der schuppigen Haut meine ich jetzt. Ne? Und dann ist das Nivea schon ganz toll dafür. Ja, genau. Zahnpaste verbraucht, einmal Perlweiß Schönheitszahnweiß, eine Stufe weißere Zähne in 10 Tagen, ja, mag sein, ein bisschen heller waren sie, also ist schon mal ganz schöne Zahnpaste, ist auch angenehm im Mund, also toll. Und dann habe ich noch einmal die Raucherzahnpaste von Perlweiß, die hat mir glaube ich noch besser gefallen. Ich fand, da waren meine Zähne noch weißer von. Obwohl ich gar nicht rauche zurzeit, aber ich habe mir das, ist ja auch gegen Kaffee und so gebelegen und ich trinke viel im Büro Kaffee. Und ja, würde ich mir mal wieder kaufen, finde ich toll. Ja. Ist natürlich mit 3,99 auch nicht, oder 3,59 auch nicht ganz billig, aber okay. So ist das alles, ne? So, ihr Lieben, es ist alle. Viel mehr war es heute nicht. Ja. Dann wünsche ich euch auch eine schöne Urlaubszeit. Bleibt schön gesund und munter. Und ich freue mich auch beim nächsten Mal mit euch. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Bleibt gesund.